Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt kein Video aufnehmen, aber wir sind immer mehr am Pissen ist und ich denke mir, hey, man kann nicht genug über das Thema Sicherheit und über das Thema Fahren im Regen reden. Und darum habe ich gedacht, komm, wir nehmen jetzt einmal ein Video auf. Es sollte noch ein relativ knackiges Video werden, aber jetzt kommen wir viel kaufen, es kommen viel verschiedene Fahrmanöver. Und dann kann man gut darüber reden. Also wenn es jetzt so auf dem Pissen, also sagen wir mal, es wird vielleicht ein bisschen festregnen als jetzt, dann schaut, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Rechtskurve macht, normalerweise, also wenn es wirklich jetzt recht festregnet und schon am Boden nass ist, normalerweise muss man ja so fahren, dass man relativ so relativ nah, wenn man rechts fährt, relativ links, nah links ist, wenn es rechts zugeht und umgekehrt. Wenn es links zugeht, relativ nah rechts. Und wenn es jetzt wirklich fest auf dem Pissen, schaut, dass er relativ Pfiff, also relativ gerade auf dem Dörf hocken, die fahren so wie jetzt und dann fahren in der Mitte von der Fahrspur und schauen, dass sie so möglichst keine Schräglage machen. Nicht so wie sonst, was man eigentlich sollte, ein bisschen so in Kurven und alles und das auch Spass macht, sollte man das mal, das aber wirklich schauen, dass man immer wirklich Pfiff gerade bleibt, dass man wirklich nicht ausrutscht. Und jetzt kommt dann der Wald. Wenn ihr durch den Wald fahrt, müsst ihr schauen. So müsst ihr, wenn ihr durch den Wald fahrt, schauen. Es gibt manchmal wirklich so mit da vorne, dass zum Beispiel dass die Bäume über die Wiese hineinschauen. Beziehungsweise nicht über die Wiese, das ist mir eigentlich gleich. Über die Straße. So, ihr schaut jetzt teilweise extrem über die Straße. Kommt jetzt fast auf der anderen Seite raus. Und wenn es nass ist, kann es sein, auch wenn es regnet oder stürmt, dass Blätter am Boden sind. Jetzt könnt ihr nicht sagen, ja, Blätter, das ist scheißegal, da freue ich drüber. Das kann wirklich bei mir auch schon sein, kann wirklich sehr fest rutschen. Wirklich sehr fest rutschen. Und ist auch nicht zu unterschätzen. Also, genauso wie jetzt so die geflickten Sachen am Boden. Also, ich schaue jetzt ein bisschen, dass er wirklich am besten in der Mitte fahren, weil ihr seht jetzt, dass da geflicktes Zeug fast in der Mitte hat, da müsst ihr ein bisschen ausweichen. So. Und immer relativ gut in der Mitte fahren. Ich könnte auch, wenn ihr euch unsicher fühlt. Der Blackout ist so ein guter TÜV-Fahrer, aber er fühlt sich auch verdammt unsicher, hat er mir gesagt, wenn es regnet. Dann könnt ihr auch so machen, wie ich jetzt das mache. Ich habe lieber das Auto vor mir, anstatt hinter mir. Oder? Wir machen das so, wie ich jetzt. So. Links haben wir werden. Schauen, blinken, überziehen. Und schauen jetzt aber, wenn ihr fahrt, dass ihr da nicht ausrutscht, wenn ihr über die Steine fahrt. So. Gut. Schauen und so. Statt da blinken und trinken. Und jetzt kann ich lieber, wenn das Auto jetzt vor mir ist, nicht, dass ich ihn drängen oder so. Absolut nicht, dass ich ihn drängen. Aber ich kann lieber, dass die Autos vor mir sind. Ich kann zwar fahren, ich kann die TÜV-Prüfung jetzt schon länger. Aber stell dir mal jetzt vor, es würde mehr regnen. Da könnt ihr nicht so fahren, wie ich jetzt fahre. Eben, und jetzt in der Rechtskurve, also wenn es nach rechts geht, möglichst weit links fahren. Da bin ich immer noch ein bisschen so am Kämpfen. Ich denke, fahre immer zu weit rechts, dass ich noch das Boot anfahre. Aber ich habe immer ein bisschen Angst vor Autos, wirklich. So, und Glück habt ihr, wenn vor euch einer langsam fährt und nicht überholt wird, weil ihr dann nicht drei Autos überholen. Versteht ihr, was ich meine? So habt ihr gesagt, Glück, wenn ihr schon Angst hättet beim Fahren. Wenn jetzt sogar vier Autos vor mir. Da müsst ihr schauen, das ist so dicht im Wald. Ich finde es zwar, wenn es warm ist und alles schön durch den Wald zu fahren, weil man dann ein bisschen so Abkühlung hat durch den Schatten. Ich meine, es ist noch recht viel, wie viel kälter das dann ist. Aber natürlich gefährlich beim Fahren. So, ja, ich würde sagen, das war es eigentlich ein bisschen random Video, zwei Themen in einem Video. Ich hoffe, euch hat das ganz viel Spass gemacht. Ich glaube, gerade schlanke Stunde gewesen. Ja, wo ist scheiße Velofahrer? So, dann überholen. Genau. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Schreibt ganz gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendetwas anmerken könnt oder ergänzen oder whatever. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obguru94. Ciao miteinander.